Spaß beiseite. Ihr habt euch das Video gewünscht, ihr kriegt das Video. They wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them off for ransom. This how I planned it. Did it right here where I'm standing. Came from the mud, they counted us out. Now we standing on the planet. They don't know just what to do with me. Promise this is nothing new to me. If you came in here to ruin me, hope you writing out a eulogy. I was tailor-made beautifully. You can never find. Ich habe jetzt seit über 6 Monaten meine neuen Zähne. Ich werde in diesem Video ein paar Fragen beantworten, ein bisschen Eindrücke erzählen, ein bisschen Erfahrungsbericht, ein bisschen was von allem. Aber fangen wir erstmal an. Wo ich das Ganze gemacht habe, das war bei Atelier Dent in Antalya in der Türkei. Ich bin sehr zufrieden mit dem Service, es war ein Rundum-Service, das heißt, die haben sich um das Hotel gekümmert, die haben sich um den Transfer gekümmert, man wurde morgens abgeholt, abends wieder hingebracht in der ganzen Behandlung. Meine ganze Behandlung hat 7 Tage gedauert. Von Montag bis Samstag, glaube ich, und Sonntag bin ich wieder zurückgeflogen. Wer von euch das erste oder das zweite Video schon gesehen hat, der weiß, ich habe mir Ende 2020 die Zähne machen lassen in der Türkei und das ganze Prozedere hat ungefähr 7 Tage gedauert. Die am häufigsten gestellte Frage ist, was hat das gekostet? Das Ganze kostet zwischen 4.000 und 5.000 Euro, je nachdem, wie viele Zähne man machen lassen möchte. Ich habe 23 Zirkonium-Kronen, das ist die zweithäufigst gestellte Frage. Alex, welche Kronen benutzt du? Hast du Emax-Kronen oder sind das Zirkonium-Kronen oder Porzellan? Ich habe Zirkonium-Kronen, weil das ich glaube, härteste Material ist, was man benutzen kann. Emax-Kronen sind eher so für Frauen gedacht, weil die ein bisschen weicher sind. Die halten aber auch nicht so lange. Meine halten ungefähr 20 Jahre, womit wir beim nächsten Punkt sind. Wie lange hält das Ganze? 20 Jahre soll es halten. Falls man irgendwie Probleme mit den Zähnen haben sollte, kann man zu Atelier Dent gehen. Die werden einem das fixen. Nach 20 Jahren braucht man also neue Kronen. Aber kommen wir jetzt dazu, wie es mir in den 6 Monaten ergangen ist. Was ich bemerkt habe, was ich euch raten würde, falls ihr euch auch überlegt, das zu machen oder falls ihr es gerade schon hinter euch habt und ihr euch nicht ganz sicher seid, ob das alles so sein muss, wie es ist, hier meine Erfahrung. Heute nach 6 Monaten muss ich sagen, es hat sich nochmal einiges getan. Nach einem Monat hatte ich ja so ein bisschen Sprachprobleme, ich habe ein bisschen gelispelt, meine Zähne haben sich noch so ein bisschen komisch angefühlt. Noch so angefühlt, als wäre es noch nicht so richtig. Aber mittlerweile ist das alles komplett gut geworden. Ich muss sagen, dass es bei mir locker 3 Monate gedauert hat, bis ich so ein normales Kaugefühl hatte, bis ich ein normales Sprachgefühl hatte. Ich merke jetzt noch, dass ich ein bisschen lispel und ein bisschen holprig bin, wenn ich Englisch spreche, weil ich das noch nicht so häufig gemacht habe mit meinen neuen Zähnen. Nach 6 Monaten bin ich aber mehr als zufrieden, muss ich sagen. Ich würde es jederzeit wieder machen, weil ich einfach merke, wie glücklich ich mit meinem Lächeln bin. Ich wache jeden Morgen auf und das Erste, was ich mache, ist, ich gucke so in den Spiegel. Ja, sieht ein bisschen bräsig aus, ist auch so, aber ich bin glücklich, vor allem von innen heraus. Ich kann wieder richtig gut lachen und ich habe auch Spaß am Lachen, wirklich. Man wird relativ oft darauf angesprochen, sag mal, Alex, was ist eigentlich mit deinen Zähnen? Hast du die bleachen lassen oder wie kriegst du die so weiß? Ich bin offen und ehrlich damit, ich sage jedes Mal, ey, ich habe mir die machen lassen in der Türkei. Meine normalen Zähne wurden abgeschliffen und es sind einfach Kronen. Es sind einfach Kronen. Ich muss sagen, bislang habe ich noch nicht in Apfel gebissen, aber ich würde es mir zutrauen. Wir haben jetzt gerade keinen Apfel da, sonst würde ich es jetzt direkt live machen, aber ey, nächstes Mal. Viel mehr habe ich auch schon gar nicht mehr dazu zu sagen. Nach 6 Monaten bin ich überglücklich mit den Zähnen. Ich hatte keine Komplikationen, keiner war zu lang, keiner war zu kurz. Ich bin mit der Farbe zufrieden. Es ist meiner Meinung nach immer noch ein bisschen sehr hell, aber ich habe mich langsam dran gewöhnt. Solltet ihr auch darüber nachdenken, euch die Zähne machen zu lassen, schreibt Atelier Dent einfach bei Instagram, schickt ein paar Fotos, am besten sogar Röntgenbilder von euren Zähnen und dann werden die euch beraten. Die werden euch einen Kostenvoranschlag machen und dann könnt ihr alles weitere mit dem besprechen. Wenn ihr denen sogar sagt, dass ihr von mir, Alex Koch, kommt, kann es sogar sein, dass ihr noch einen kleinen Preisnachlass bekommt, weiß ich jetzt aber gerade nicht. Die waren sehr zufrieden mit mir, ich bin sehr zufrieden mit denen, die haben mein Video gesehen, haben sich sehr dafür bedankt. Und eine Menge von euch haben mir auch schon geschrieben, dass sie sich mittlerweile auch die Zähne haben machen lassen da und übertrieben zufrieden da sind. Und falls ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich bin offen für jede Frage. Ich weiß, relativ kurzes Video, aber vielleicht sehen wir uns dann im nächsten Video, wenn es heißt, 1 Jahr nachdem ich mir die Zähne habe machen lassen, in der Türkei. Wir sehen uns.